Lentos und Musiktheater werden zur Tanzarena. Knapp 600 Künstler sind heuer bei der Langen Nacht der Bühnen. 121 Veranstaltungen an nur einem Tag. Und die dauern teilweise bis Mitternacht. Nachts im Museum ist hier also erlaubt. Ich glaube auch, dass Requiem im Brucknerhaus was ganz Besonderes ist, dass man da auch einen Punkt hat, wo man sagt, das wird neu wahrgenommen. Ich bin sehr gespannt und begeistert von dem, was an Tanz im Lentos-Museum stattfindet. Ein Highlight ist sicherlich politisch, dass der Bürgermeister dieser Stadt lesen wird, was ich toll finde, dass er sich da einbringt. Ein Mix aus Tanz, Ballett, Musikkabarett und Theaterstücken. Ich will Applaus. Gespielt wird auch an ungewöhnlichen Orten, wie dem Linzer Mariendom und der Anton Bruckner Privatuni. Heuer neu dabei die Landesgalerie Linz. Dort wird es tänzerische Rundgänge durch die Toulouse-Lautrec-Ausstellung geben. Die Künstlerinnen und Künstler und Ensembles bewerben sich meist schon im Frühjahr des Jahres, also davor, um eine Teilnahme. Wir sammeln diese Bewerbungen und dann versuchen wir, dass wir möglichst alle Künstlerinnen und Künstler auf die Spielstätten, die beteiligt sind, aufteilen können. Auch die Arbeiterkammer ist Spielstätte. Schriftsteller Rudi Habringer sorgt dort für Lacher. Wir leiden alle unter Stress und unter Druck. Es gibt einen Haufen, eine Menge Süchte, nicht nur Drogen, sondern auch zum Beispiel so ungebundene Süchte, wo sie online spielen oder shoppen gehen. Und ich versuche das auf unterhaltsame Weise mit Liedern und mit Figuren, ich arbeite mit sehr vielen Figuren und verschiedenen Dialekten auf die Bühne zu bringen. Nach einem Jahr Pause kehrt Sänger David Wagner zur Langen Nacht der Bühnen zurück. Mit gesellschaftskritischen Liedern im Ars Electronica Center. Und für ein Herr Stolz dafür, dass er das Handtuch wirft. Beim Bild führt Grabscherei. Beim Präsident, dass er fast alles durchgerost. Bis hin zur Schredderei. Das Programm heißt Alles Wagner und sind lauter Lieder, die ich selber geschrieben habe und getextet habe. Von unterhaltsamen Sachen, wo die Sprachspiele im Vordergrund stehen, bis hin zu leicht gesellschaftskritischen politischen Inhalten. Mit einem Einlassband und 12 Euro Eintritt wird Linz am 16. November zur Bühne. Ab 14:30 Uhr startet das Kulturprogramm für die ganze Familie.